herzlich willkommen zu einer neuen Folge Catlin Crop. Schön, dass ihr dabei seid. Hier auf Münsterland TV. Der FPS ist ein bisschen wenig, jetzt geht's hoch. Ich habe gerade das Spiel neu gestartet, lag wahrscheinlich daran. Hier. Jetzt wechseln wir. Zack. T. B. Und weiter geht's. Es ist schon genial, wie das aussieht, ne? Ich hab's vermutet, ich krieg's nicht auf die Thumbnail. Also hoffe ich, dass ihr das Video einfach schaut. Ich finde, sieht einfach nur genial aus. Man könnte hier hinten sogar noch ein Gerät anschließen. Gerade einen heißen Kaffee gemacht. Ich habe heute Chinesisch bestellt. Ich bin so kaputt. Mittagsruhe. Ich soll Abend noch streamen, heute Sonntag. Ich denke mal schon, dass ich gleich wieder fit bin. Aber wir werden es sehen. Es ist jetzt 19 Uhr. 20 Uhr wollte ich. Bin gespannt. Ich nehme jetzt noch zwei Folgen mal auf und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Im Augenblick geht es, glaube ich. Ja, wir müssen jetzt noch hier das Feld schön vorbereiten. Damit wir dann hier auch Mais drauf bekommen. Robert. Ja, man sieht da sogar den Streifen von dem Spurreiser. Mietfrist endet bald für. Ich denke mal, die Güllewagen, die stehen ja da oben schon abholbereit. Den habe ich mir erst neu gemietet. Den von Lemken hier. Wenn ich mal wieder längere Folgen aufnehme, oder längere Folgen nicht, aber einen größeren Marathon mache, auch wieder mit Lenkrad fahren, aber im Augenblick genieße es das einfach mal eben schnell, ne? Auf die 4. Wobei wir es eigentlich nicht brauchen, ne? Wir nutzen ja GPS, aber für die Optik, ist es besser. Und sorry nochmal für die wirklich drei Folgen taubstumm. Es tut mir so leid, es gab ein Windows-Update und der haut mir dann Mikrofon alles durch hier wieder kaputt. Ich hätte drauf achten müssen, natürlich bin ich schuld und nicht Windows, aber ich fand die Folgen trotzdem gut und deswegen habe ich sie draufgehauen. Trotzdem hochgeladen, draufgehauen. Das hört sich an, wenn du annimmt und frisst. Nein, ich fand sie wirklich gut. Ich hätte sie nachvertonen können, aber der Aufwand, oh. Ich dachte mir, es sind selbsterklärend. Wir haben gegüllt, wir haben den Flug geholt, wir haben die ersten Spuren gemacht. Von daher, seht's mir nach und es tut mir wirklich leid. Aber jetzt achte ich drauf. Habe auch direkt das Symbol hier im Stream Deck rot gemacht, wenn das Mikrofon aus ist. Und von daher hoffe ich, ihr seht's mir nach. Und Paddy, vielen Dank, Paddy zockt, für deine Kommentare aufgrund des Mods. Es hat ja, naja, mehr oder weniger funktioniert. Die haben es geholt auf jeden Fall jetzt. Gülle. Man kann sich, sage ich mal, von drei Fahrten eine sparen, so ähnlich würde ich es betrachten. Wenn er dann einen größeren Anhänger hätte, wäre es ja wieder was anderes, ne?
zweimal hier steht und man kann zweimal auffüllen. Finde ich schon besser. Ich mach das jetzt hoch. Nee, komm. Und los. Ja, wir hatten einen Gast oder einen Zuschauer im NS-Sonntagsstream. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Da ging es auch sehr, ging es auch um Cattle and Crops. Er selber spielt schon im Multiplayer. Und hat so ein bisschen, ja, davon berichtet, wäre jetzt übertrieben und geprahlt, aber er ist schon sehr zuversichtlich. Und von daher bin ich da auch sehr gespannt, wie wir und wann wir davon was hören würden. Ich stelle es mir gerade noch ein bisschen langweilig vor. Also wenn jetzt hier noch einer mitkommt, ja, der könnte mitfahren, ne? Wir haben Beifahrersitz, aber ja, was soll er tun? Wir könnten das, was wir so vielleicht sonst einen Helfer machen lassen würden, füttern. Vielleicht auch die BGA befüllen. Das wäre es auch schon, weil wenn wir jetzt gleich das Feld hier gekrobert haben, dann bestellen wir das noch und dann sind wir wieder am Spulen, ne? Also ich glaube, das Silo braucht noch 100 noch was Tage, glaube ich. Muss ja gleich mal gucken. Oder 90 Tage. Die Saat braucht 150. Von daher bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig. Aber danach geht's los. Dann können wir jemanden einstellen zum Füttern. Ja, das Feld ist echt schön. Wie gemalt. Wenn darauf der Mais sich nicht wohlfühlt, dann weiß ich es nicht. Alles Fahrzeuge noch da? Ja, bestimmt alle noch da. Kann auch sein, dass es noch der Anhänger war. Wir hatten ja hier einiges gemietet. Fuhrpark. Hier, das ist alles gemietet. Es kostet nicht viel zum Glück. Also das ist gekauft, der ist gekauft. Den haben wir auch gekauft. Darunter ist alles gemietet. Wahrscheinlich ist es sogar günstiger am Anfang, sich einen Trecker zu mieten auf Dauer. Ne? Was kostet denn ein Trecker gemietet? Ne, da wollen wir nicht rein. Angenommen, man möchte sich den Deutz hier mieten. Wir könnten ja sogar unseren verkaufen. So. Nee. Da ist es nicht. Der? Hier die, ne? Ja. So. 3 Tage kostet 4.600. Ja, okay. Das summiert sich dann schon, ne? Man fährt jedes Mal vom Händler hoch. Ne? Wenn wir jetzt 3 Monate spulen oder so, da brauchst du natürlich keinen Trecker mieten. Sparst du die Kosten? Fürs Fliegen und gefahren. Aber jetzt fürs Gruppern bekommen wir, glaube ich, nichts, oder? Zumindest habe ich da noch nichts gesehen. Wir haben es fürs Düngen haben wir es bekommen. Apropos Düngen bekommen, ich habe schon wieder vergessen. Ah, hier fehlt noch ein bisschen was an Stickstoff.
Ist die Frage, ob wir Stickstoff und Kalium ist das, ne? Kalium, ja. Ob wir da noch ein bisschen was reinpacken in die Saat. Also wenn wir ansehen. Muss ja wirklich nicht viel sein. Können wir uns nachher nochmal anschauen. Die Maschine müssen wir eh mieten. Saat haben wir noch da, Saatgut. Also der Kuba gefällt mir wirklich außerordentlich. Der andere, der war so am Springen, das kann natürlich feldabhängig sein, da müsste man mal testen, aber. Ich glaube, Lemken, da fahren wir schon ganz gut mit. Ich glaube, Lemken war auch die Sämaschine, die wir hatten, ne? Die war echt gut. So. Den ganzen Tag warte ich auf Sam und jetzt ist er da. Mal ganz kurz nochmal hin. Sorry, tut mir leid. Bin auch vor Schreck rausgesprungen. Fährt er noch? Ja. C. Halt, 4 und los. Also was mir am GPS nicht gefällt, das ist bei den GPS, den ich im LS nutze, schöner. Ich muss hier aktiv drücken, wenn ich weiß, ich bin jetzt in der Spur, ne? Der lenkt hier eigenständig, das muss man sich dran gewöhnen, ne? Wenn man natürlich mal so fährt, das ist dann schon schwieriger. Schöner blauer Himmel, Felder werden bestellt. Wir hatten noch das Thema Mapping. Mit Blender kann man wohl hier die sozusagen die Struktur da reinbekommen. Boah, Errungenschaft freigeschaltet, sehr schön. Achievement erhalten, auflockernder Anfang. Ja. 153 XP. Hier passt das besser mit den halben Hektar. Und mal gucken. Achievements sind, glaube ich, hier hinten. Und hier ist das, ne? Auflockern. Das 10 Hektar gekrubbert. Das haben wir. Aber ich bin mit 250 Stunden hier bei Cattle & Crops noch sehr am Anfang. Ich habe leider den Namen nicht im Kopf. Du sei gegrüßt, ne? Fühlt sich ja bestimmt angesprochen. Hat schon 1500 Stunden. Und ich dachte schon, ich bin ein Vielnutzer.
Aber alles, was ich gespielt habe, seht ihr auch in den Folgen. Von daher gibt es schon 250 Stunden. Catline Crops, ne? Wir sind in der siebten Season. Wir haben da schon ein bisschen was mitgemacht. Darf man ja nicht vergessen, ne? Und ich bin immer noch begeistert von dem. Also nicht von dem Stand, wie wir jetzt sind, aber einfach von dem, was schon da ist. Ne? Man muss sich auch mal mit dem zufrieden geben, was man hat und einfach mal da ein Resümee ziehen. Und da bin ich wirklich sehr als zufrieden. Also mehr als zufrieden, sehr als zufrieden. Ist, mir gefallen die Fahrzeuge richtig gut, gerade so die, ne, wir haben ja hier die Kamera in und so. Das ist schon cool. Die Spiegel, wie in echt, also wüsste gar nicht, was man da besser macht. Hier kann man noch Licht und alles einschalten, das sehe ich zum ersten Mal, glaube ich jetzt. Ja, es wackelt zu sehr. Das ist auch ein geiles Ding, die Federung hier und so, ne. Der Blick zurück ist wie in echt. Also, wenn ich jetzt hier noch ein Eye-Tracking hätte, oder ein Eye-Tracking habe ich ja hier drunter. Danke, Tobi Eye-Tracking, was nicht geht. Also, Finger weg von dem Tobi Eye-Tracking. Es gibt ja Head-Tracking, ne, und so weiter. Mag mit Sicherheit auch welche geben, die funktionieren. Ich habe das, was in dem Predator drin ist, in dem Monitor, und das ist der größte Kack. Ihr kriegt es einfach nicht ans Laufen. Der schaltet sich mal nach einem Update, leuchtet mal das da unten, aber danach war es das auch schon wieder. Ach, ist alles Kacke. Am Anfang hat es auch Spaß gemacht, da ging es auch irgendwie noch. Da konnte man in 7 Days to Die wirklich sich umgucken, während man gefarmt hat und so weiter. Man könnte auch hier drin umgucken, aber für einen Streamer ist es auch wieder schwierig mit einem zweiten Monitor. Wenn man dann da hinguckt, guckt man natürlich auch im Fahrzeug dahin, ne? Das macht es unruhiger. Oder auch bei Hunter Call of the Wild, das war auch schon nice. Da, wo man hinguckte, hat man hingeschossen. Ne? Dafür war es wieder gut. Sobald du anvisiert hast. Ich liebe einfach das Innenfahren hier. Und was der Vorteil ist, dass ich gerade aktuell nicht mit Lenkrad spiele, ist, dass ich mit Maus mich schön umgucken kann hier. Ist schon nice. Aber nichtsdestotrotz, wenn das Lenkrad einmal angeschlossen ist und man wirklich, ich sag jetzt mal, so ein Livestream macht, so, dann macht es auch tierisch Spaß. Und ich freue mich auch schon auf die Veröffentlichung vom LS22 heißt der, glaube ich, dann, ne? Ja. Bin gespannt, wann er genau rauskommt. Also ich habe noch kein Datum, werde danach dafür auf jeden Fall Urlaub nehmen. Im besten Fall ist es ein Freitag oder so. Wir werden es sehen. Und vielen Kritikern sage ich ja auch immer wieder, wie die sagen, ach, Cattle Corps ist nix. Erstens haben sie es wahrscheinlich noch nicht gespielt. Und wenn ja, wenn es wirklich eine ehrliche Meinung ist, dann ist es ja auch so. Ich spiele ja auch noch LS und werde es auch wahrscheinlich weiterspielen. Aber was halt wirklich wichtig ist, einfach Konkurrenz belebt das Geschäft. Und selbst für alle, die nichts auf Cattle Corps oder von Cattle Corps halten, werden sehen, dass LS Giants nachziehen muss, ne? Umso mehr dementsprechend hier Positives ist. Sag mal, allein das Düngen haben sie jetzt auch auf Thema. Das ist hier Welten sind das, ne? Also hier ist ja wirklich der Lernsimulator im LS. So. Und los. Und was wir auch wieder lernen müssen, dass eine Folge nicht lang ist. 20 Minuten sind schon wieder rum, Benzintank ist auch fast leer. Aber vom Deutz Fahr, warum auch immer.
Lasst den Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns wieder, wenn ihr mögt, schon zur nächsten Folge. Bis dahin, euer Steffen. Tschüss.